Fragezeichen immer aufdecken, ja. Ein weiterer Grabstein. Aber dieser ist ganz. Ja, und hat ein Schlüsselloch. In halt, bereit machen zum Kampf. Eines Königs will. Weg, die Eiferin! Für den König! Eins von zwölf. Dann erledige sie. Die neuen Welten werden es dir danken. Haben dir diese Krieger irgendwann Unrecht getan, Mimir? Du bist sehr aufgebracht. Mehr als sonst. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, wenn es dir recht ist. Na schön. Erinnerst du dich gar nicht mehr daran, was Rindu, der Sohn des Steinmetzen, dir nach dem Bau der Mauer von Asgard sagte? Spar dir das für später auf. Komm.
Kratos, erzähl mir von einem Widersacher aus deiner Heimat. Es wäre gut für uns, wenn ich mehr über eure Kampftaktiken weiß. Da gab es Medusa, Königin der Lüge. Bemerk dir, was du sagen wolltest. Es wird gut. Hinter dir, Vorsicht! Ich glaube, das waren alle. Das waren Koalräuber. Berüchtigt für... Das Verspeisen von Wölfen. Patriots und ich holen uns raus solch einem Lager. Das war gütig von euch. Die Koalräuber sind eine Plage für dieses Land. Sie missbrauchen seine Geschöpfe. Vielleicht sollten wir etwas gegen sie unternehmen. Vielleicht. Was Hrimdu, der Sohn des Steinmetzen, dir nach dem Bau der Mauer von Asgard sagte. Ach ja. Eines der vielen Male, als Odin mich ohne meine Zustimmung in eine Wette verwickelte. Wobei ich wünschte, das wäre seine schlimmste eheliche Angewohnheit gewesen. Welche Wette? Die Geschichte habe ich doch erzählt, Bruder. Und jetzt kann sie ihre Version erzählen. Aber jetzt erstmal genug davon. Solche Handwerkskunst habe ich noch nie gesehen. Wie alt das Ding wohl ist. Könnten wir zur Geschichte von Hrimdu, dem Sohn des Steinmetzen, zurückkehren? Ich würde gern Freyas Version der Geschehnisse hören. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Zunächst wusste ich nichts davon. Odin rechnete nicht damit, die Wette zu verlieren. Moment. Die Wölfe sind abgelenkt. Noch immer. Die Armen. Sie wird dann immer noch gefahren. Die Wölfe fürchten etwas, das ihnen nichts mehr tun kann.
Die Schrecken unserer Vergangenheit können die Gegenwart durchdringen. Du müsstest das doch verstehen. Freya, du wolltest uns gerade von Hrimthor, dem Sohn des Steinmetzen, und deiner Wette mit Odin erzählen. Ja, in Ordnung. Ein geheimnisvoller Steinmetz sollte die ganze Mauer innerhalb von 3 Jahreszeiten bauen. 2! Es waren 2! Schaffte er es nicht, sollte er nichts bekommen. Aber wenn doch, wurde ihm eine Audienz bei der Königin versprochen. Das erfuhr ich eines Tages, als Odin wütend und halb betrunken in unser Schlafgemach platzte und sagte, ich solle mich anziehen und nachsehen, was der Steinmetz wolle. Also ging ich, zur Sicherheit mit einem Dolch in meinem Gewand, ohne zu wissen, was wirklich abgesprochen worden war. Das reicht erstmal. Aufpassen. Ist das ein gefrorener Blitz? Mein Kampf mit Thor endete dort. Dort habt ihr gekämpft. Deshalb ist Tyrs Statue über den ganzen See verstreut. Sagt Fimbulwinter brach einige von Odins Flüche. Aber du brauchtest noch Hilfe. Hat Sigrun dir geholfen, deinen Kriegergeist wieder zu erlangen? So nannte Odin also den Fluch, der mich davon abhielt, mich selbst zu verteidigen. Oh, ja, da muss ich es wohl gehört haben. Willst du wissen, was der Fluch wirklich bewirkt hat? Was er mir angetan hat? Was es mich kostete, ihn endlich zu brechen? Ich glaube vielleicht lieber nicht. Ganz genau. Halt, bereit machen zum Kampf. Das Gewinsel ja jetzt auf. Ich bin es langsam leid, dass du deinen Wölfen kein Mitgefühl zeigst. Es ist wegen Deimos, Mika. Ich hätte dir nie von ihm erzählen sollen. Du siehst dich selbst in den Wölfen. In ihrer Angst. Wir müssen weiter. Thank you.
Ist das ein Frosttroll? Der freut sich nicht über uns. Hat Sigrun dir also geholfen, die Walkürenflügel zurückzubekommen? Waren sie dort versteckt, wo ich dachte? Waren sie nicht. Aber ja, sie half mir. Sagte die ganze Zeit, ich solle meine Wut loslassen. Aber sie unterstützte mich trotzdem. Strebe nach Frieden. Sei bereit für den Krieg. Wie scharfsinnig von dem Alten. Tyr wollte nie Krieg, aber er wusste, er muss darauf vorbereitet sein. Ja, besser bewaffnet als nicht. Beeindruckend. Bewaffnet. Ziemlich groß. Silber.
Wo ist Sigrun jetzt? Unmöglich zu sagen. Sie sucht in allen Welten nach unseren verlorenen Schwestern. Gewinne Herzen, keine Kriege. Tyr wusste, dass der größte Kampf von allen der um die Herzen und Gemüter der Leute ist. Schade, dass Tyr dieser Tage an beidem kein Interesse hat. Eine Skulptur aus den südlichen Ländern. Zurück zu deiner Geschichte, Freya. Du wurdest nach dem Bau der Mauer von Asgard zu einer Audienz gezwungen, richtig? Das stimmt. Und der Steinmetz. Verkleidete Riese. Sein Name war Rimfur. Er lächelte mich nur an und, wie du sagtest, flüsterte mir etwas ins Ohr. Er sagte, die Asen hätten seinen Vater getötet und er müsse wissen, dass sie eines Tages dafür brennen würden. Ich sagte ihm, dass ich jetzt eigentlich auch eine Asin sei. Er sah mich an, als wüsste er es irgendwie besser und sprach weiter. Er sagte, er habe eine Schwachstelle hinter dem Asgard-Weltenturm eingebaut. Ich wusste es. Wie machen wir uns das zunutze? Tun wir nicht. Er sagte, Sutr wüsste, was zu tun ist. Und wenn Sutr sich Asgards Mauer nähert... Dann ist bereits Ragnarök. Ja, verflixt! Ich hatte gehofft, es lässt uns eine andere Möglichkeit. Diese Orakel in deinem Land. Würdest du sagen, sie haben die Ereignisse manipuliert? Hatten sie einen Plan? Zweifellos standen ihre eigenen Interessen an erster Stelle. Aber meiner Erfahrung nach ließen sie sich leicht von ihren eigenen Prophezeiungen täuschen. Redest du von einer bestimmten Erfahrung, Bruder? Einmal ging ich zum Orakel, um mich aus Ares Knechtschaft zu befreien. Eine Priesterin hatte Visionen, in denen der Olymp vom Kriegsgott in den Ruin geführt werden würde. Warum half sie mir, Ares zu schwächen und ihre Welt zu schützen? Um auf Prophezeiungen zurückzukommen, die sich durch den Versuch, sie abzuwenden, erfüllen. Ich kenne eine solche Geschichte, eine Saga aus Hellas für die Bühne. Reißerisch, aber sehr beliebt. Kennst du sie? Ganz Hellas kennt die Tragödie des thebanischen Königs. Ja, solche Sachen sprechen sich herum. Sollen wir uns um sie kümmern? Ein weiterer freier Rabe.
Räuber! Links! Feuer! Links! Gegner hinter dir! Kratos, ihr Häuptling! Gegner hinter dir! War er es, der die Wölfe fing, bevor ihr sie befreit habt? Weiß ich nicht. So oder so sollte es sie beruhigen, dass er tot ist. Sie haben immer noch Angst? Nicht vor den Räubern. Habt keine Angst. Ihr seid in Sicherheit. Gut. Brave Jungs. Mädchen. Brave Mädchen.